Hey, Sotileon hier. Wir sind in Escape from Tarkov und heute geht's weiter mit einer weiteren Folge der Tipps für das Solo-PvP. Und das Thema habe ich etwas mir rausgesucht, was schon ganz, ganz lange auf meiner Platte rumlungert, nämlich dieser Videoausschnitt, den ihr hier gerade seht, zu dem wir auch dann nochmal gleich später im Detail kommen. Es soll heute um das ganze Thema Flankieren von Gegnern gehen, beziehungsweise das Kontern von Gegnern, die euch flankieren wollen. Denn das ist eines der wichtigsten Sachen und eines der grundlegendsten Sachen zugleich in Escape from Tarkov, gerade wenn ihr Solo spielt. Ihr könnt nicht sicher sein, dass der erste Schuss, den ihr auf einen Gegner abfeuert, immer sofort tödlich ist und ihr damit die Sicherheit habt, dass nicht zurückgeschossen wird. Auf der anderen Seite müsst ihr euch natürlich wehren, wenn ihr beschossen werdet, und auch da sind diese Taktiken grundlegend, um zu überleben. Und Verstecken an der Stelle ist nicht immer die einfachste und vor allen Dingen nicht immer die beste Lösung. So, und wir beginnen mit einer ganz klassischen Situation in Escape from Tarkov. Ihr seid alleine oder gefühlt alleine hier auf der Karte unterwegs. Ihr lootet ganz normal und irgendwann knallt's und ihr werdet beschossen und ihr müsst reagieren. Und genau das passiert hier in wenigen Sekunden. Ich laufe hier gerade noch die verschiedenen Leichen ab. Und gehe jetzt hier weiter und so, da ist der Schuss und ich halte gleich mal an. So, zunächst nochmal zur Situation. Ich bin hier auf Shoreline unten auf der Uferstraße am Wasser. Ich habe also nach rechts hin keine Möglichkeit, davon zu kommen. Nach links hin steigt das Gelände an. Es ist Waldlandschaft, Büsche. Ich werde also hier große Schwierigkeiten haben, einfach nur indem ich nach links gucke, den Gegner sofort zu entdecken, weil er kann quasi überall sitzen. Was ich allerdings sehe, ich habe die Felsen auf der linken Seite der Straße vor mir und mein allererstes Ziel muss hier sein, aus dem Blickfeld meines Gegners zu verschwinden. Deswegen versuche ich erstmal hier weiter zu rennen und so schnell wie möglich, so nahe wie möglich an die Felsen zu kommen, damit er mich nicht mehr sieht. So, das hat erstmal soweit funktioniert. Ich lebe noch. Es kam kein weiterer Schuss, was mir sagt, der Spieler ist auch ein bisschen weiter von mir entfernt, als ich dachte. Was mir die Möglichkeit gibt, hier etwas Abstand zwischen mich und die Position zu bringen, in der er mich gesehen hat. Ich schaue nach hinten, sehe im Moment nichts und entscheide mich hier etwa 100 Meter von meinem Ort, an dem ich angeschossen wurde, in Deckung zu gehen. Und ich gehe jetzt hier auf die Straßenseite der Felsen, einfach weil ich hier sicher sein kann, von rechts kann ich einfach nicht angegriffen werden, denn das ist das Ende der Karte und ich habe jederzeit hier meine Rückzugsmöglichkeit und warte. So, und hier halte ich jetzt auch noch mal kurz an. So, da ich jetzt hier in Deckung sitze, haben wir alle Zeit der Welt, in Ruhe über die Situation zu reden. Ich habe hier in diesem Raid eine Mosin. Ich bin also darauf angewiesen, sowieso in den Fernkampf zu gehen, wann immer es möglich ist. Aber auch unabhängig davon, selbst wenn ich irgendeine andere Waffe gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich diesen Weg gegangen, den ich jetzt gegangen bin, nämlich nicht direkt dort in Deckung zu gehen, wo ich beschossen wurde und den nächstmöglichen Busch aufzusuchen, sondern wirklich hier 100, 150 Meter zwischen mich zu bringen. Denn eins der ganz klassischen Handlungsweisen von Gegnern in Escape from Tarkov ist, wenn sie einen Gegner gesehen haben und auch beschossen haben und sie gehen, sehen ihn, verlieren ihn aus dem Blickfeld, sie gehen erstmal zu dieser Position, wo sie ihn zuletzt gesehen haben. Und genau das ist eure Chance, diesen Angriff zu kontern. Geht in Deckung und zwar in einem gewissen Abstand von der Situation, in der ihr angegriffen wurdet und wartet ab, was passiert. Und das machen wir jetzt auch. So, und wie ihr seht, ich brauchte überhaupt nicht lange warten, denn gerade so wie ich meine Position erreicht habe, sehe ich meinen Gegner, der genau das macht. Na, er kommt an dem Fluss runtergelaufen und beginnt mich da vorne an der ersten Felsformation zu suchen. Und das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist zu warten, dass ich in eine gute Schussposition komme, denn ich bin weit genug von ihm entfernt. Er hat keine Idee, wo ich gerade bin. Und das kann ich jetzt ausnutzen. Sache erledigt. So, ihr werdet es gleich in seinem Loot sehen. Auch er hat eine Mosin mit Scope.
Wäre ich also wirklich hier an dieser ersten Felsformation rechts von mir geblieben und hätte versucht, da irgendwie zu pieken und ihn zu spotten, wäre ich ganz sicher gestorben. So, damit kommen wir zur nächsten Situation. Ich bin hier auf der Maps Customs im Spawn-Bereich der Roten Halle. Ihr seht's, ich sitze hier in den Gräben und schaue gerade auf die Garagen und da kommt ein Scav. Und auch das gehört dazu. Wenn ihr am Anfang im Spawn-Bereich seid und hier die Scavs auftauchen, es ist nicht immer das Cleverste, die Scavs unbedingt abzuschießen. Erst recht, wenn sie euch gar nicht sehen, so wie hier, sondern auch als PMC könnt ihr natürlich die Scavs dazu benutzen, für euch zu baiten. Das heißt, für euch Gegner zu spotten. Und das genau passiert jetzt. Der Scav hat einen Gegner gesehen. Und ich weiß ab sofort, dass irgendwo im Bereich der Roten Halle jemand unterwegs ist. Jetzt noch deutlicher. Was für mich heißt, zurückhaltend zu spielen. So, die Schüsse kamen aus der Roten Halle oder vor der Roten Halle, deswegen schaue ich hier auf den Eingang und da ist Gegner Nummer 1 und da läuft gleich noch Gegner Nummer 2. Und den beiden folge ich jetzt erstmal ein bisschen. Denn solange sie mich nicht sehen und sie sind offensichtlich mit was anderem beschäftigt, auch jetzt sieht er mich nicht, gibt es keinen Grund, vorzeitig das Feuer zu öffnen und ihn mühsam niederzusprayen, wenn ich ihn vielleicht gleich mit einem Headshot töten kann. Und jetzt gehe ich erstmal außer Sicht, denn sein Kollege wird festgestellt haben, dass der Schuss irgendwo hier hinten aus dem Bereich der Garagen kommt. Deswegen bleibe ich erstmal defensiv, zeige mich nicht im Durchbruch, denn das sind die offensichtlichen Stellen, wo der Angriff hätte herkommen können. Und warte jetzt erstmal ein paar Sekunden, sodass der zweite Gegner wirklich anfangen muss, nach mir aktiv zu suchen und sich dann vielleicht auch nicht mehr so hundertprozentig hier auf den Durchbruch konzentriert. So, ich suche nach ihm und habe das Glück, ihn relativ schnell zu entdecken. Ich sehe da seine Beine hinter den Waggons. Und im Gegensatz zur Runde vorher ist es jetzt die Situation genau andersrum. Ich weiß, wo der Gegner ist. Er ist relativ langsam unterwegs. Ihr seht, er schleicht. Er aimt hier die hintere weiße Wand ab und sucht mich hinter der Roten Halle. Was mir die Möglichkeit gibt, jetzt ihn schnell zu umlaufen. Ich bin weit genug weg, dass ich sprinten kann. Hole hier hinter der Wand nochmal kurz Luft. Checke dann sofort hinter den Gleisen. Da ist er nicht. Und der nächstmögliche Punkt wäre hier unterhalb dieser Rampe ihn zu suchen. Weil das ist ein beliebter Spot, wenn man sich verstecken will. Und genau da ist er. Ein einfacher Kill, ein Zweierteam ist tot, ohne dass ich meine Position preisgeben musste. So, auch wenn das jetzt alles recht einfach ausgesehen haben mag. Zwei Schüsse, zwei Headshots, zwei Leichen. Der Schlüssel zum Erfolg beginnt mit der Szene am Anfang, wo ich den Scav an mir vorbeilaufen lasse und meine Position damit nicht preisgebe und den Scav dafür nutze, Gegner zu spotten. Dann mir wirklich die Zeit nehme, um den ersten im Liegen zu killen und wirklich nur einen Schuss abzugeben, damit auch bei einer gesilenzten M4 meine Gegner so wenig wie möglich über meine Anwesenheit wissen und dann natürlich ausgenutzt zu haben, dass der zweite Spieler hier sehr passiv agiert, hinter den Waggons geblieben ist, dann unter die Rampen gekrochen ist. Das ist ein Spot, in dem hat fast jeder von uns schon mal gesessen und auf Gegner gelauert. Wenn man das weiß, kann man das ausnutzen, kann von der Seite kommen und dann ist es natürlich ein einfacher Kill. Okay, hier sind noch mehr. So, ich werde hier die beiden jetzt gleich looten, aber das überspringe ich an der Stelle und wir gehen zur nächsten Szene. So, wir sind erneut auf Customs. Ich bin diesmal auf der anderen Seite hier im neuen Gebiet nahe des Checkpoints und höre jetzt hier Schüsse oben bei dem Strommasten und entscheide mich, dem nachzugehen. Und auch hier, ich gehe nicht direkt auf die Schüsse zu, sondern ich umlaufe hier den Bereich ein bisschen in der Hoffnung, dass wer auch immer hier oben vielleicht noch ist, nicht direkt mitbekommt, dass ich da bin. Aber wie ihr gleich sehen werdet,
So, das schauen wir uns gleich nochmal an, denn die Szene war schon brenzlig für mich. Der Gegner wusste, wo ich bin, er hatte mich gehört und erwartet mich hier, guckt genau auf mich und fängt sofort an zu schießen. Und das Einzige, was ich hier machen kann in der Situation, ist sofort wieder in Deckung zu gehen und eine Granate rauszuwerfen. Er macht genau dasselbe. Er wirft eine Flash. Und das ist der Einstieg in die kommende Suche nacheinander, denn wir verändern hier in der Stelle beide unsere Positionen. So, und von hier geht's jetzt weiter. So, auch wenn ich nicht komplett geflasht bin, in dieser Situation hier nach einem Gegner zu suchen, macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen, das Einzige, was ich hier machen kann, ist den Rückzug anzutreten, hier unten die Felsen zu nutzen, um überhaupt erstmal ein kleines bisschen Deckung zu kriegen. Ich weiß nicht, wo er hingelaufen ist. Und jetzt hier erstmal sitzen zu bleiben und zu hören, was passiert. Ob er in meiner Nähe ist. Und abzuwarten, dass der Flash-Effekt wieder nachlässt. Und jetzt kann ich anfangen, langsam nach ihm zu suchen. Wobei ich immer noch sehr nach Gehör arbeite. Da oben sind eine ganze Menge Büsche. Wenn er in der Nähe sein sollte, sollte ich die Chance haben, ihn zu hören. Und erst nach einer Weile, da ich nichts höre, beginne ich meinerseits, mich auf die Suche zu machen. So, mittlerweile sind ein, zwei Minuten vergangen. Ich habe mich hier vorwärts gearbeitet und versuche, den Bereich hier oben abzudecken. Der Scav hinter mir ist weit genug entfernt. Der ist an der Tankstelle, darum brauche ich mir keine Sorgen machen. Aber ich versuche eben, Schritte zu hören meines Gegners. Und das funktioniert nicht, er lässt sich nicht blicken. Und so werde ich mittlerweile wieder ein bisschen aggressiver, ein bisschen schneller, schleiche nicht mehr ganz so viel, sondern versuche in kürzester Zeit mehr abzuchecken, mehr Winkel, um ihn vielleicht doch noch zu finden. Aber er bleibt verborgen. Der Typ campt hart. So, dieser Kommentar im Spiel hier über das Campen bezieht sich weniger darauf, dass er an irgendeiner Stelle sitzt, sondern eher ein Lob für ihn, denn er bleibt in Deckung. Was ich nicht kann, ist die andere Seite dieses Geländes abdecken und ich traue mich auch nicht, hier komplett rumzugehen, denn das ist genau das, was ich euch vorhin in den Runden gezeigt habe, dass ich an diesem Spot bleibe und damit verwundbar werde und deswegen wechsle ich hier die Gegend, gehe auf den gegenüberliegenden Hang und versuche mein Glück von dieser Seite, denn die Gefahr, da oben beim Strommasten einfach aus irgendeinem Busch abgeschossen zu werden, war mir einfach zu groß. So, jetzt setze ich mich auch mal in die Ecke hier. So, meine Hoffnung ist, dass der andere Spieler noch da ist. Er war gut gegiert, er hat den Fight begonnen. Deswegen rechne ich auch nicht damit, dass er ihn vorzeitig abbricht. Und meine Hoffnung ist, dass er genau das weiterhin tut, was ich die letzten Minuten getan habe. Nämlich da oben immer wieder um die blauen Wände drumherum zu laufen. Nur, dass ich jetzt eben einen größeren Abstand habe und deswegen das ganze Waldgebiet besser einsehen kann. Und meine Empfehlung auch für euch, wenn ihr solche großen Gebiete einsehen müsst, geht aus dem Scope raus. Vertraut darauf, ihr nehmt diese kleinen Bewegungen dann sehr schnell wahr. Und jetzt entdecke ich ihn nämlich. Da läuft er. So, ihr seht's, der andere Spieler hat alles andere als gecampt, sondern er hat sich im Prinzip genauso verhalten wie ich. Er ist genauso vorsichtig, immer wieder da oben um den Strommast herumgeschlichen. Meine Entscheidung war es, das Ganze zu unterbrechen und den Abstand zu suchen und das hat hier an der Stelle zum Erfolg geführt. So, und jetzt gibt's das Gear als Belohnung und ich kann den Raid verlassen. So, dann auf geht's zur letzten Runde. Wir sind wieder in Shoreline. Ich habe weiterhin eine SA-58 und mir wird gleich ein Spieler mit einer Weppe Hunter die Hölle heiß machen, nachdem ich seinen Kollegen gekillt habe. So, zunächst sitze ich aber hier oben und höre die erste der beiden Weppers und entscheide,
diesen Schüssen nachzugehen. Das ist hier oben. So, ein klassischer Spot am Anfang der Runden ist hier diese Steinformation an der Straße, wo Spieler typischerweise ihre ersten Scav-Kills machen. Und jetzt dauert es auch nicht lange und ich sehe den Spieler, der hier geschossen hat. Da ist er. So. Der Kill war erstmal kein Problem. Und da hier typischerweise viele der Spieler das so machen, ist das ein sehr bekannter Ort. Deswegen gehe ich hier schnell hin, loote die Weapon Hunter und den Doctec und will hier wieder verschwinden. Und dann wird's brenzlig. So, da war der zweite Schuss. Auch direkt vom Ufer aus. Und dieser Spieler versteckt sich deutlich besser. Und jetzt bin ich mir unsicher. Check erstmal den anderen Hügel, ob da mittlerweile vielleicht auch welche aufgetaucht sind. Und ich bin hier ein bisschen gepinnt, weil eben dieser eine Felsen, an dem ich hier gerade sitze, rundherum die einzige bessere Deckung ist, die ich habe. Und ihr seht's, so wie ich mich versuche, von dieser Deckung wegzubewegen, gibt's die nächsten Schüsse. Und wie gesagt, okay, es ist eine Weapon Hunter. Das heißt, auch ich mit meiner Gen 4 Rüstung bin hier mit 2 bis 3 Treffern in jedem Fall tot. Deswegen heißt es jetzt erstmal wieder hochheilen. Das tut weh. Ich check meine Rüstung, die schon fast runter ist. Nehme jetzt auch ein Ibuprofen vorab, um, falls ich einen Schuss in die Beine bekommen sollte, nicht sofort anfangen zu humpeln, sondern weiter rennen kann. Und entscheide mich jetzt. Die Richtung der Schüsse war ungefähr da, wo ich jetzt hinschaue. Und genau in dieser Diagonalen nach hinten hin versuche ich hier das freie Feld zu verlassen. Und den Felsen und die Büsche, in denen ich jetzt hier bin, als Deckung zu nutzen. Um irgendwie erstmal die Sichtlinie zu durchbrechen. Auch jetzt habe ich keine Ahnung, wo der Spieler ist. Ich weiß nur, er ist unten, irgendwo unten an der Straße. Oder ich vermute es zumindest. Gehe genauso in dieser Fluchtlinie weiter. Und hier erstmal am Fluss den Hang hinunter. So, hier ist noch ein Fight oberhalb. Der interessiert mich jetzt nicht sonderlich. Und jetzt versuche ich ihn zu flankieren. Und unten von der Seite Blick auf die Straße zu nehmen. So, ich teste hier nochmal ganz kurz da, wo der erste Spieler war, den Hügel. Hier ist allerdings nicht viel zu sehen. Ihr seht, ich schleiche. Hier geht es also jetzt auch schon wieder darum, eventuell Schritte zu hören, falls mein Gegner hier direkt in der Gegend ist. Und erst als ich hier die Sicherheit habe, dass es halbwegs ruhig ist, gehe ich auch wieder ein bisschen schneller und checke jetzt hier unten erstmal die Straße ab. Hatte sich elendweit zurückgezogen. Ja, auch hier, ihr merkt es die ganze Zeit, ich bleibe die ganze Zeit unterhalb der Felsenkette. Höre jetzt wieder die ersten Schüsse hinten von dem Construction-Bereich. Und hier schießt aber jetzt eine AK, während ich die ganze Zeit von der Weapon Hunter beschossen wurde. Deswegen nehme ich an, das ist ein anderer Spieler und ignoriere ihn und versuche mich weiter auf die Weapon zu konzentrieren und checke jetzt da oben die Hügelkette ab. In dem Falle, dass er hochgelaufen ist. Er hat mich von Ferne gut getroffen, also gehe ich davon aus, er hat einen Scope. Und
So suche ich wirklich erstmal in Entfernung nach ihm. Und entscheide mich dann selber, auf den Berg hier bei der Radiostation zu gehen. Und erneut gibt es Schüsse auf mich. So, und jetzt halten wir ganz kurz nochmal an. Denn wie ihr seht, renne ich jetzt hier über das freie Feld und zwar ziemlich offensichtlich im Sichtbereich des Spielers, da wo die Schüsse hergekommen sind. Sie kommen wieder von vorn, von der Straßenseite her. Ich bin also mir ziemlich bewusst, der Spieler sieht, was ich hier tue. Und genau das will ich, denn das ist an der Stelle hier eine bewusste Bauchentscheidung. Ich musste diese Runde jetzt hier auch für dieses Video relativ stark schneiden, weil das ganze Flankieren sehr, sehr lange gedauert hat. Ich habe hier einige Zeit am Ufer verbracht und habe die ganze Zeit meinen Gegenspieler nie wirklich gesehen. Deswegen gehe ich davon aus, er kann genauso gut flankieren wie ich, vielleicht sogar besser. Er weiß zumindest, wo ich bin und hat damit schon zweimal oder dreimal jetzt den Vorteil gehabt, dass er auf mich schießen kann und ich jeweils reagieren musste. Und deswegen wollte ich hier den Spieß einfach umdrehen. Und ich laufe jetzt hier vor mir zu der einen Felsformation, an der ich plane, Deckung zu suchen und auf ihn zu warten. Um wirklich den Spieß umzudrehen, sodass ich sage, wir haben jetzt so viel flankiert, ich habe keine Chance, ihn zu sehen. Er ist offensichtlich gewillt, mich zu bekommen, also soll er mich holen. So, und damit machen wir jetzt hier weiter. Soll er die ganze Zeit da vorne? So, jetzt nutze ich natürlich schon wieder die Hügelkette hier rechts neben mir, um mich in aller Ruhe nochmal heilen zu können. Die Richtung, wo ich hinlaufe, sollte für meinen Gegenspieler klar sein. Ab jetzt versuche ich aber, so gut wie möglich in Deckung zu bleiben, gehe hier an den Felsen und gehe wieder direkt an die Straßenseite, um eben die Sicherheit zu haben, von links nicht angegriffen zu werden, denn links ist nur noch der Weg neben der Straße, der schmale, und dann ist das Kartenende erreicht. Und ich setze mich jetzt hier unten hin und warte ab, was passiert. Und auch wieder vergehen hier ein, zwei Minuten, bis ich wieder was von meinem Spieler höre. Und deswegen gibt es jetzt den Schnitt. So, offensichtlich hat er noch was anderes zum Schießen gefunden, aber es zeigt mir, er ist an mir vorbei und ist jetzt hier von meinem Blickwinkel auf der rechten Seite. Und jetzt höre ich ihn. Da sind seine Schritte. Er ist auf der anderen Seite dieses Felsens. Und die Gelegenheit nutze ich. So, ich habe ihn bekommen, aber die Situation war dann doch hier nochmal ganz schön brenzlig. Die hätte durchaus auch schief gehen können. Er hat nicht sonderlich gut getroffen und dadurch, dass er hier hinter dem Baum für mich kaum zu sehen war, war mein Vorteil, dass ich ihn gepusht habe, mehr oder weniger fast hinfällig. Und es war schon ein bisschen Glück dabei, dass ich ihn bekommen habe. Aber am Ende hat die Taktik funktioniert. Wir haben uns beide im Kreis bewegt. Er wusste jemals ziemlich gut, wo ich bin. Ich habe ihn nie gesehen und deswegen war es die richtige Entscheidung, auch hier diesen Kreislauf zu unterbrechen, ihm einen Fingerzeig zu geben, wo ich bin und dann ihn einfach nah rankommen zu lassen. So, damit sind wir am Ende dieses Videos. Ich hoffe, die Tipps für das Flankieren und das Kontern von Flanken anderer Spieler helfen euch in euren Fights. Wie ihr seht, aus meiner Sicht ist das in Bewegung bleiben im Spiel etwas sehr, sehr Wichtiges und sehr Vorteilhaftes, gerade wenn man solo unterwegs ist.
In vielen Fällen ist es die sichere und bessere Variante, als an einer Stelle sitzen zu bleiben und darauf zu hoffen, dass die Spieler einen in dem eigenen Versteck nicht finden. Natürlich ist immer das Risiko damit verbunden, wenn ihr solche großen Flanken zieht, dass auch andere Spieler auf euch aufmerksam werden, die ihr nicht auf dem Radar habt. Aber das ist sicherlich ein anderes Thema. Ich hoffe für den Moment, das Video hat euch gefallen und hilft euch vor allen Dingen weiter. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.